Neues Lied von Ferro mit Ari Beats und YL. YL? Warte mal, irgendwas sagt mir das. Woher kenne ich YL, Alter? Irgendwoher kenne ich den Namen. Nina? Def Jam Records Frankreich. Okay, irgendwoher kenne ich den Namen. Keine Ahnung. Amphetamin heißt das Ganze. Ich bin mal gespannt. Mein letztes Fedo-Video wurde leider weltweit gesperrt. Keine Ahnung. Ich habe echt so ein Pech, was so ein gewisses Label angeht oder so ein gewisses Netzwerk. Wer weiß, ob das online geht. Mix und Master ist von Alban A Chance. Oh, habe ich auch, glaube ich, noch nicht gehört. So. Video ist von Kinshas Morpheus. Auch noch nicht gehört. Okay, ganz neue Namen. Außer jetzt Ari Beats. Okay. Boah, ich bin gespannt. Ich schreib die Texte wieder neu auf. Mein Schuss, der ging ja bergauf. SLS, Bratus, Türen gehen auf. Du hörst ein Rum, tritt drauf. Ich nehm die Schüsse jeder in den Kopf. Doch meine Ratatat an dich auch nochmal. Mein Leben hängt davon aus. Ich danke dir und meinem Herrn aus. Hier gab ich jede Kraft aus. Ich komm nicht klar, Wallahi, Mama. Es dreht sich alles wie um Pada. Ich sehe die neue Motorola. Rolex, Daytona, Louis Prada. Ich kurs im Nagel, neuen Jaguar. Ich verpack Steine für die Andras und rolle durch wie ein Panzer. Ja. Okay. Feeling vom Beat ist cool. Ist so ein bisschen, ne, mit Strings und so weiter, so ein bisschen auf episch gemacht, ne? Und vom Tempo her ist es auch eher so ein Durchflow-Ding. Ich muss gerade erstmal so in das Feeling gerade reinkommen, weil es schon ein bisschen anders ist, ne? Ich verpack Steine für die Andrassen, roll es durch wie ein Panzer, ja. Ich kurs im nagelneuen Jaguar, ja. 300 km/h. Also singen kann der Junge, ne? Alles durch wie ein Panzer, ja. Ich grüß im nagelneuen Jaguar, ja. 300 km/h. Die Gang macht Klick, Klick, lag, boom, ab. Doch die Schaffen heißen an den Eiern geladen. Ich beruhe dran. Keine Frage, jetzt bist du dran. Harte Zeiten, oder Bruder? Keine Frage, jetzt bist du dran. Zeigen, Bruder. Auf Lele, 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 50 auf an Vitamin. Aye, Lele, Aye, Lele, Lele. Auf Lele, 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 50 auf an Vitamin. Boah, Junge, ey. Boah, das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass er mit seiner Stimme wirklich so hoch kann. Und auch gerade eben diese eine Stelle, wo er gesungen hat, klingt schon krass, Alter. Klingt schon echt super interessant. Holy shit. Boah, hat der eine geile Stimme. Même avec un milliard frère, t'achètes pas une seule seconde. Repugez la science exacte et si elle s'excite, elle sait que j'ai le seum sexy, je peux la choquer en un seul zigzag. Dis-leur tout sauf qui peut, bande de bâtards, on est perspicace, on arrive dans le Bronx. Bah, ich liebe französischen Rap, ne? Jetzt mal ernsthaft, ich liebe französischen Rap. Also ich finde gerade, wenn man so diesen Unterschied zwischen Fado und diesem YL hört, ich finde diesen YL irgendwie interessanter. Will ich fast sagen. Weil dieses typisch Französische, diese tiefe Stimme, so, das ist so ein bisschen Raff. Also ich finde, man merkt so, dass Raff Camora halt sehr inspiriert aus Frankreich und so weiter ist, von PNL oder sonst was. Und ich finde, bei ihm hört man das halt auch so ein bisschen raus. Das ist dieses typisch Französische, das klingt echt einfach nur geil, ne? Auch wenn meine Mutter, wie gesagt, mich dafür hasst, dass ich einfach kein Französisch kann. Keine Ahnung, was der uns erzählt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui brasse? Qu'on lui nique sa mère? Sadique, merde, calibré, vanille de vice, B.
bis, cannabis, maladie, qualité. J'tourne dans la ville à pas d'heure sur un fond de Jackson. BTO Jack sa mère. Distribue les packs dans les années sombres, dans les années sales, dans les années que la reste ma mère. Si tu joues, ne fais pas semblant. T'es tout pâle, c'est bien ce qu'il me semblait. Tous les jours, ma gueule, c'est sanglant. J'rentre pas à la maison sans blé. Les mecs sont sans place, sans état d'amarre, mais sans cœur. Pas du genre à faire les 100 pas. Des mois de mariage, prépare ton day, flairer ton odeur. Bah ouais, c'est la jungle. J'lève la main, y'a des cinglés. Sors du parc, il était 30 minutes après, on ira trap. Boah, ey, ohne Scheiß, die haben einfach übelst die Melodien drauf, ne? Die haben halt, das ist halt so krass. Ich meine, wir haben es ja erst bei Maître Gims, ich sag's jetzt richtig, ich krieg den Namen nicht hin, bei Shirin gehört. Alter, der Typ hatte halt eine geistesgestörte Stimme, aber der hat auch so ein Talent, Melodien zu singen. Und ich finde, das hört man hier auch raus. Ich finde, der hat echt ein geiles Talent, was Melodien angeht. Ich lève la main, y'a des cinglés. Ich sors du parc, il était 30 minutes après, on ira trinquer. Du sang plein le tricot, faut pas énerver le bigot. Tu le sais que le monde est niqué, le monde est friqué, le monde est chico. Véle, télé, télé, ville, veux fuir en voie de mes amis. Aïe, lé, 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 aïe, lé, 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 lé. Véle, télé, télé, ville, veux fuir en voie de mes amis. Aïe, lé, 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 aïe, lé, lé, lé. Le bis à Deleville, bientôt je vais acheter la ville. Ah ouais 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 ouais, ah ouais 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 ouais. Je fais le bis à Deleville, bientôt je vais acheter la ville. Ah ouais 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 ouais. Boah, ist so ein richtiger Autosong, ne? So ein Flexer-Autosong. Einfach laut machen und irgendwie an irgendwelchen Geschäften vorbeifahren oder Einkaufszone oder sonst was. Ja, Einkaufszone, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde, wenn die beiden gleichzeitig zu hören sind oder so abwechselnd, finde ich das super angenehm. Also ich finde, die harmonieren auch sehr gut. Also es gibt kaum Features, wo ich sage, das harmoniert nicht, ne? Finde ich echt, also gut gewählt. So. Einzige, was mich vielleicht so ein bisschen stört, ist, sind diese Strings aus dem Intro, diese Geigen und so weiter, dass die durchgehend laufen. Durchgehend. Die haben so eine Fläche eingenommen im kompletten Song. Das finde ich ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne mal so ein bisschen abgehackte Melodie oder sogar, dass nicht alles immer gleichzeitig läuft. Das war mir vielleicht ein bisschen zu viel. Sonst muss ich sagen, der YL hat übelst rasiert. Übelst rasiert, hat mir richtig gut gefallen. Ich finde auch, er hat diese Bridge oder diese Pre-Hook oder was auch immer das war, irgendwie sehr angenehm gesungen. Also das hätte man vielleicht auch an den Anfang packen sollen und vielleicht auch den Refrain von ihm machen lassen sollen. Wobei ich diese hohe Stimme von Ferro schon nice fand. Also ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal anhören würde, ehrlich gesagt. Boah, das muss man rausfinden.